Abend zurück, liebe Zuschauer. Der Audi Star Talk mit Champions League-Sieger, Vize-Weltmeister, UEFA-Cup-Sieger, deutschem Meister, Pokalsieger, Thomas Linke. Das ist eine tolle Liste. Ich glaube, da kann man schon sehr stolz sein, wenn man so viel erreicht hat. Sind Sie denn wie so viele andere Fußballer auch ein begeisterter Golfer? Nee, absolut nicht. Nicht? Ich habe das irgendwann mal versucht und war auch auf dem Weg, schon irgendwann mal die Platzreife zu machen. Und dann war ich irgendwann mit Giovanni Elber auf der Driving Range. Aha. Und mir fiel es wirklich immer schwer, den Ball zu treffen. Also wenn einer mal geflogen ist, fand ich geil. Ja. Und dann habe ich drei nicht getroffen, das war dann scheiße. Und Giovanni war ein Linkshänder und hat mit dem falschen Schläger mit der rechten Hand gespielt und einen nach dem anderen rausgehauen. Da habe ich den Schläger hingeschmissen und habe gesagt, ich spiele nicht mehr. Da hatte ich keine Lust mehr. Sehr persönliches Erlebnis. Vielleicht kann es ja helfen, wenn Sie sich Zeit nehmen, in den nächsten Tagen mal rauszuschauen nach Guthäusern. Dort finden nämlich zum fünften Mal die Ladies German Open statt. Und da kann man wirklich den besten Golferinnen der Welt bei der Arbeit zuschauen. Diana Luna ist dabei, die deutsche Sandra Gahl. Also da gibt es richtig viel zu sehen. Und heute waren schon einige fußballspielende Promis draußen und haben das Gelände ein wenig getestet und sich natürlich auch Gedanken gemacht, speziell Uli Hoeneß, über seine bayerischen Nationalspieler. Die Europameisterschaft beginnt erst in 2,5 Wochen und die Bayern-Spieler werden jetzt ganz locker aufgenommen von den anderen Freunden in der Nationalmannschaft. Ich bin überzeugt, dass die alles dazu beitragen werden, damit die sich da wohlfühlen und dass die Atmosphäre entspannt sein wird und dann gibt es Zeit genug, das einigermaßen zu vergessen. Die bittere Niederlage vergessen, das versuchten auch Uli Hoeneß und jede Menge Fußballprominenz gestern auf Guthäusern. Diskutiert wurde trotzdem. Der große Vorteil, glaube ich, im Moment beim deutschen Team ist, dass die Stimmung super ist. Und die Bayern-Spieler werden da aufgefangen in einer funktionierenden Atmosphäre, in einer guten Truppe. Und wenn dann die ersten Erfolgserlebnisse während des Turniers kommen, dann glaube ich, ist man auch wieder im Rhythmus und freut sich, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich drücke ihnen natürlich die Daumen, dass sie mit dem Titel nach Hause kommen. Ja, das tun wir alle und ich hoffe, es hat ein bisschen Appetit gemacht. Wir haben ja gesehen, die Prominenten, mit wie viel Freude die am Abschlag waren. Also wenn Sie Lust haben, morgen startet das Turnier Guthäusern. Einfach mal vorbeigucken und die Ladies German Open genießen und zwar hautnah. Golf ist es nicht. Was ist denn so Ihr größtes Hobby oder bleibt eigentlich bei dem Job gar keine Zeit mehr für ein Hobby? Bleibt wirklich nicht viel. Ich verstehe. Dann wünschen wir im Job ganz viel Erfolg. Dem FC Ingolstadt so schnell wie möglich den Aufstieg in die erste Bundesliga. Egal jetzt, wie viele Jahre es noch dauern mag, so schnell wie möglich, wie gesagt. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal sehr herzlich. Es war wirklich interessant, mit jemandem zu sprechen, der einen entscheidenden Elfmeter in der Champions League geschossen hat. Danke, Thomas Linke. Dankeschön. Dankeschön. Danke unserem Publikum. Ein herzliches Dankeschön an unseren Psychologen Jens Korsen, an Harald Gärtner. Und, liebe Zuschauer, ich darf noch darauf hinweisen, der Audi Star Talk kommt wieder am 4. Juni und zwar um 22.15 Uhr und dann mit dem letzten Bundestrainer, der für Deutschland einen Titel geholt hat. Wir freuen uns also sehr auf den Mann, der Jogi Löw wahrscheinlich erklären kann, wie man es macht, auf Berti Vogts. In diesem Sinne, danke, schönen Abend, Grüße. Danke, Thomas Linke. Musik.